Hallo Freunde! Und herzlich willkommen zu Clownys Korrektivs interessante Finanzierung Welt. Ja, wir alle erinnern uns ja noch an das letzte öffentlich-rechtliche Kreuzverhör mit Chrupalla bei Maischberger, bei dem schon das Thema Finanzierung von Korrektiv zur Sprache kam. Es waren keine Journalisten, die das im Übrigen aufgedeckt haben. Das sind für mich ganz klar Aktivisten. Wir wissen, wie sie finanziert werden. Auch das sollte man ja vielleicht mal hinterfragen von SPD-nahen Stiftungen, von Staatsgeldern. Das war ein sehr empfindlicher, aber auch ein sehr guter Punkt, der hier angesprochen worden ist, weil natürlich die öffentlich-rechtlichen Zuschauer dann eventuell zweifeln könnten, wie neutral und wie unabhängig man wirklich recherchiert, gerade wenn man unter anderem von der Bundesregierung Gelder bekommt, um seine Arbeit zu machen. Maischberger hat unter Verweis auf einen Faktencheck ganz schnell diesen Punkt abgetan, musste aber im Zuge ihrer Antwort natürlich leider einräumen, dass auch das BKM an Korrektiv gespendet hat. Die Finanzierung von Korrektiv können wir gerne ins Netz stellen. Das sind sehr viele unterschiedliche, also Mercator-Stiftungen, andere Stiftungen, die überhaupt nichts mit Parteien zu tun haben. Es ist tatsächlich vom BKM auch ein Beitrag dabei. Es sind Privatspenden, können Sie gerne bei uns im Faktencheck dann nachlesen, Herr Sundermeier. Egal wie Frau Maischberger das versucht zu relativieren mit irgendwelchen Privatspendern, der Punkt steht, hier floss auf jeden Fall Geld von der Bundesregierung an Korrektiv. Und zwar vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Der Bundesbeauftragte momentan ist Claudia Roth von Bündnis 90 Die Grünen. Lustvoll nach Macht zu greifen. Ja. Der Bundesbeauftragte für Kultur und Medien trägt die Verantwortung für die Kultur- und Medienpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Das ist an und für sich auch schon ein sehr interessanter Aspekt. Offensichtlich sieht es die Kultur- und Medienpolitik der momentanen Bundesregierung für notwendig an, Korrektiv mit Geldern zu bezuschussen. Aber der Finanzierungssumpf ist noch weitreichender, als wir denken. Und bevor wir jetzt jeden einzelnen Jahresabschlussbericht von Korrektiv durchgehen, führen wir uns doch einfach mal eine Recherche von Tichys Einblick zu Gemüte, die das, was wir hätten finden können, sowieso schon wunderbar zusammengefasst haben. Korrektiv mit Staatshilfe und Milliardärsgeld für die Gesellschaft. Die Medienplattform, die mit ihrer Behauptung von der Wannsee-Konferenz 2.0 ein politisches Beben auslöste, fiel schon in der Vergangenheit durch dubiose Methoden auf und die Nähe zu einer bestimmten Partei. Meine lieben Freunde, gerne könnt ihr raten, welche das sein sollte. We are family. Auf einen Anspruch legt das Medienhaus Korrektiv besonderen Wert, Unabhängigkeit, insbesondere Staatsferne. Das Unternehmen, dessen Veröffentlichung über den angeblichen Abschiebungsgeheimplan der AfD eine gewaltige politisch-mediale Reaktion von Großkundgebungen bis zu Verbotsforderungen gegen die Partei auslöste, betont bei jeder Gelegenheit seinen Gemeinnützigkeitsstatus. Das Korrektivmotto lautet Recherchen für die Gesellschaft. Für das, was Korrektiv nach eigenem Verständnis für die Gesellschaft leistet, stehen dem Medienhaus umfangreich finanzielle Mittel zur Verfügung. Wer einen weiten Blick auf die Einnahmen wirft, dem fallen zwei Schwerpunkte auf. Zum einen spielen staatliche oder zumindest staatsnahe Geldquellen für die 2014 gegründete Medienplattform eine deutlich größere Rolle als in früheren Jahren. Und auf der privaten Geldgeberseite dominieren einige wenige ausländische Stiftungen. Im Jahr 2023 erhielt Korrektiv insgesamt 431.059,85 € von der Bundeskasse, außerdem 145.338 € von der Landeshauptkasse Nordrhein-Westfalen. Weitere 120.000 € flossen von der RAG-Stiftung, in der zumindest teilweise öffentliches Kapital steckt. Kuratoriumsvorsitzender ist übrigens Armin Laschet von der CDU. Zum Kuratorium gehören aber auch Hendrik Wüst von der CDU, Christian Lindner und Dr. Robert Habeck. Als größter Einzelspender 2023 sticht auch wie in anderen Jahren die Luminate-Stiftung des eBay-Gründers und Milliardärs Pierre Omidyar heraus, die 2023 insgesamt 661.018,53 € überwies. Daneben gab es noch Zuwendungen von The Sunrise Project mit Sitz in Australien, 106.400 € und der Adesium-Stiftung aus den Niederlanden. Beide Organisationen fühlen sich der grünen Transformation verpflichtet. Auch in den Jahren zuvor gehörte Omidyar bzw. seine Stiftung zu den Hauptgeldgebern von Korrektiv. Im Jahr 2020 sogar mit einer Überweisung von 1 Million $, die Korrektiv offenbar in mehreren Tranchen verbuchte. Zu den prominenten Spendern zählte in der Vergangenheit die Open Society Foundation von George Soros. Auf ihrer Homepage bewerben sie sich selbst damit, dass sie lebendige und integrative Demokratien aufbauen. Haben wir nicht schon eine Demokratie? Naja, vielleicht nicht die, die die Open Society Foundation sich für Deutschland vorstellt. Eine Sprecherin seiner Stiftung hat übrigens bekannt gegeben, dass insbesondere wegen dem Erstarken der AfD seine Stiftung sich hier in Deutschland mehr engagieren möchte. George Soros will sich anscheinend nun auch in Deutschland
Deutschland engagieren. Angesichts des Erstarkens der AfD in Deutschland sagte nun eine Direktorin seiner Stiftung: Wir schauen uns Möglichkeiten an, Akteure im Osten Deutschlands, die unsere Werte teilen, zu unterstützen. Oder um es kurz zu machen, wir helfen euch mit unseren Geldern, die AfD mit klein zu halten. Damit wäre hier auf jeden Fall eine lebendige und integrative Demokratie aufgebaut. Weiter im Text. Zu den staatlichen Unterstützern der letzten Jahre gehörte die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, aus deren Kasse zur, Zitat, strukturellen Stärkung des Journalismus, Zitat Ende, im Jahr 2022 198.500 Euro an Korrektiv flossen. Weitere öffentliche Geldgeber, die Staatskanzlei NRW, die Bundeszentrale für politische Bildung und die mit Steuergeld ausgestattete grünnahe Heinrich-Böll-Stiftung. Und das habe ich gerade noch beim Scrollen in deren Finanzen gefunden. Tatsächlich hat auch das ZDF und der NDR bereits an Korrektiv gespendet, also unsere liebgewonnenen Öffentlich-Rechtlichen. Das heißt, wenn man so möchte, über Bande habt ihr Korrektiv auch mit eurem Rundfunkbeitrag mitfinanziert. In den Anfangsjahren von Korrektiv spielte außerdem die private Brost-Stiftung eine Schlüsselrolle, deren Kapital aus dem Vermögen des Zeitungsgroßverlegers Erich Brost stammt. Die von dem ehemaligen Kanzleramtschef unter Gerhard Schröder, Bodo Hombach, geleitete Körperschaft stellte mit einer Spende von 675.000 Euro 2014 gewissermaßen das Startkapital. Stellt euch mal vor, was ich hier hätte auf die Beine stellen können. Hätte ich 675.000 Euro Startkapital für einen YouTube-Kanal. Außerdem zählten in den vergangenen Jahren zwei Großunternehmen zu den Gönnern, die Deutsche Bank und die Telekom. Dem finanziellen Engagement der Deutschen Bank für die Medienplattform haftet ein Beigeschmack an, denn Korrektiv widmete eine ganze Serie kritischer bis skandalisierender Beiträge einem Konkurrenten der Geschäftsbanken, nämlich den Sparkassen in Deutschland. In den Korrektivartikeln ging es um die Gehälter der Vorstandschef, aber auch um eher marginale Vorgänge wie Spenden einer Sparkasse an einen örtlichen Golfclub. Ah ja, personell und politisch fällt eine Nähe zwischen Korrektiv und den Grünen auf. Habt ihr richtig geraten, meine Freunde? Ich denke mal schon. Den Aufsichtsrat von Korrektiv leitet nämlich Lukas Beckmann, von 1991 bis 2010 Geschäftsführer der Grünen Bundestagsfraktion. Außerdem Gründungsgeschäftsführer der Heinrich-Böll-Stiftung. Heute gehört der Veteran nur noch dem Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg an. In den Korrektivgremien sitzt noch ein zweites prominentes Parteimitglied der Grünen, der langjährige Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar, und zwar im Ethikrat, den das Medienunternehmen unterhält. Wofür auch immer ein Recherche- und Faktenchecker-Portal ein Ethikrat braucht. Ich dachte, Fakten kennen keine Moral und keine Ethik. Es ist ja einfach nur die Wahrheit. Es geht ja um Fakten. Aber sei es drum. Tigis Einblick fragte Schaar, wie er die heimlichen Filmaufnahmen von der privaten Veranstaltung im Landhaus Adlon am 25. November 2023 aus Datenschutzsicht beurteilt, bis heute antwortete er nicht. Darüber hinaus existiert eine Nähe zwischen Korrektiv und der Organisation GLS Treuhand e.V., die zumindest als Grünen nah bezeichnet werden kann. Bis 2017 gehörte Korrektiv-Aufsichtsratschef Beckmann auch zum Vorstand der GLS Treuhand e.V., einer Organisation, die nach eigenen Angaben in Anführungszeichen Klimaschutz und zivilgesellschaftliche Projekte fördert und die auch zu den Spendern für Korrektiv zählte. GLS Treuhand-Vorstand Hermann Falk wiederum, früher Geschäftsführer des Bundesverbandes Erneuerbare Energien, sitzt im Korrektiv-Ethikrat. Zwischen GLS Treuhand, einem weiteren Verein, und dem grünen Milieu existiert übrigens noch eine andere interessante Überschneidung. Claudine oder Claudine Niert, die im Aufsichtsrat von GLS Treuhand sitzt, fungiert wiederum als Bundesvorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie, einem Mitglied in dem grünlastigen Konsortium aus Vereinen und Firmen, die den sogenannten Bürgerrat organisiert und lenkt, der kürzlich dem Bundestag Empfehlungen zum Thema Ernährung überreichte. Diese Ratschläge und Empfehlungen deckten sich in zentralen Punkten mit dem grünen Parteiprogramm. Ein Mitglied des gelosten Bürgerrates hatte sich übrigens schon 2023 unter Protest verabschiedet, als er entdeckte, dass es sich bei der Moderatorin des Rates um eine ehemalige Grünen-Funktionärin handelte. We are family. Ob bei Korrektiv, dem Einfluss auf den Bürgerrat oder dem Verein Agora Energiewende um Habecks früheren Staatssekretär Patrick Greichen, immer wieder zeigt sich das gleiche Muster. Eine enge personelle und institutionelle Verflechtung von Organisation untereinander mit der Partei und ihren Organisationen und staatlichen Stellen. Aber so, dass sich die Vernetzung eben nicht auf den ersten Blick erkennen lässt. Korrektiv setzt sich, wie es im Namen schon anklingt, für journalistische Korrektheit ein. Die Plattform
sieht sich außerdem als Kämpfer gegen Desinformation. Die Bilanz von Korrektiv wirkt nicht ganz so glänzend wie der Anspruch. Im November 2016 blamierte sich Korrektivgründer David Schraven, als er am frühen Morgen nach der Wahlnacht in den USA das Ergebnis so zusammenfasste. Nun ist es vorbei und fast amtlich. Donald Trump hat die Präsidentschaftswahl verloren. Hillary Clinton hat gewonnen. Trump, ein anderes Wort für mieser Verlierer, erinnert an Der Kampf, Rumble in the Jungle, Muhammad Ali gegen George Foreman im Jahr 1974. Nachdem Foreman verloren hatte, musste er wegen Depression behandelt werden. Das steht jetzt Trump bevor. Ihm sei ein kleines Missgeschick passiert, entschuldigte sich Schraven damals. Er habe eben für jeden möglichen Wahlausgang einen Text vorbereitet und dann den falschen herausgepickt. Und dann gleich noch gepickt mit einer haltlosen Spekulation über Trumps mentale Gesundheit? Bemerkenswert. Nur ein Jahr später veröffentlichte Schraven zusammen mit einem Co-Autor kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine krawallig angekündigte Geschichte über einen angeblichen Skandal bei der AfD Nordrhein-Westfalen. Den gab es allerdings gar nicht. Den Kern der aufgeblasenen Geschichte bildete die Tatsache, dass eine Landtagskandidatin der AfD sich früher einmal in einer Internetanzeige als Prostituierte angeboten hatte, wohl eher, weil das für sie einen Fetisch darstellte. In jedem Fall handelte es sich aber um eine schon länger zurückliegende private und legale Angelegenheit der Politikerin, nicht um einen sogenannten Skandal, schon gar keinen in der Partei. Ich erinnere mich persönlich noch sehr gut an diese Story und das war so unglaublich schmutzig. Während man sich über die große sexuelle Befreiung der Gesellschaft doch immer freut, wird auf einmal ein riesiger Skandal daraus gemacht, dass irgendwann mal eine AfDlerin auf irgendeiner Seite mal eine Anzeige geschaltet hat. Aber naja, das versteht man bei Korrektiv wohl unter Recherchen für unsere freie demokratische Gesellschaft. Recherchen, die kurz vor den Wahlen in NRW publik geworden sind. Ja, zurück zum Text. Eine Journalistin, die auch für Korrektiv arbeitet, Annika Jöris, griff 2022 in einem Beitrag für die Zeit die Wissenschaftlerin Anna-Veronika Wendland an, die sich für Kernenergie einsetzt. Jöris zog Wendlands wissenschaftliche Kompetenz in Zweifel und verwendete zu diesem Zweck eine Falschbehauptung, die sie auf Beschluss des Landesgerichts Hamburg unterlassen musste. Wir erinnern uns, Korrektiv stehen ein gegen Desinformation. Okay. Andererseits tauchte der Name Korrektiv bei wirklich wichtigen Enthüllungen der vergangenen Jahre nirgends auf. Nicht bei Recherchen zu dem großzügigen Steuererlass, den das Hamburger Bankhaus Warburg in der Regierungszeit des damaligen ersten Bürgermeisters und heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz erhielt. Daran kann ich mich nicht erinnern. Auch zur Aufdeckung des hemmungslos geschönten Lebenslauf der heutigen Außenministerin Annalena Baerbock und ihrer Buchplagiate trug Korrektiv nicht bei. Dort leisteten Blogger wie Hartmut Danisch oder Don Alfonso die Arbeit und zwar ganz ohne Staats- und Stiftungsgelder. Wie haben die das denn geschafft? Es ist und bleibt ein Rätsel. Das ganze Ausmaß des Berliner Wahlskandals, der schließlich in eine Wiederholung der Landtagswahl mündete, recherchierte ein Team von Tichys Einblick. Ein Medium, vor dessen Publikation Korrektiv lange im halbamtlichen Stil warnte, wenn sie auf Facebook verlinkt wurden. Ein Gericht untersagte Korrektiv 2020 schließlich eben diese Herabsetzung des Konkurrenten. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass man unter Beiträgen von Tichys Einblick tatsächlich Einblendungen gesehen hat, bei denen drin steht, naja, jetzt grob paraphrasiert, nicht besonders verlässliche Informationen, geprüft von neutralen Faktencheckern, hier draufklicken, um mehr zu erfahren, und das waren dann Faktenchecks von Korrektiv. Aber neben anderen Medien gehörten Journalisten von Tichys Einblick auch zu den hartnäckigen Rechercheuren, die 2023 das Freunde- und Verwandte Netzwerk des grünen Staatssekretärs Patrick Greichen aufdröselten. Die Veröffentlichung kosteten Robert Habecks bis dahin wichtigsten Mann das Amt. Korrektiv spielte auch bei der Aufklärung dieser Vorgänge keine Rolle. Die Nähe zwischen Korrektiv und den Grünen macht es wahrscheinlich, dass die Partei schon früher als andere über die inszenierte Enthüllung der angeblichen Wannsee-Konferenz 2.0 in Potsdam Bescheid wusste. Warum so viel Zeit zwischen der Aufdeckung des angeblich demokratiegefährdenden Treffens am 25. November 2023 und der Veröffentlichung am 10. Januar 2024 verging, erklärt Korrektiv so. Na, da sind wir doch gespannt. Korrektiv erklärt also, man habe das heimlich gedrehte Video auswerten müssen, außerdem hätten Korrektiv-Mitarbeiter Beteiligten noch Fragenkataloge geschickt und es sei eine intensive Rechtsberatung vor der Veröffentlichung nötig gewesen. Allerdings spielen die Antworten der Befragten, beispielsweise des Staatsrechtlers Ulrich Forsgerau, in dem Korrektivbericht kaum eine Rolle. Nach Forsgeraus Darstellung seien außerdem wesentliche Punkte daraus von
Korrektiv verdreht worden. Wesentliche Punkte sind also verdreht worden. Na gut, das sind halt Recherchen für unsere freie demokratische Gesellschaft, da darf man sich nicht beschweren. Weiter im Text. Und 1,5 Monate, um ein Video anzusehen, ein Video, einen Text zu verfassen und juristisch begutachten zu lassen, besonders glaubwürdig klingt das nicht. Es spricht einiges dafür, dass so viel Zeit nötig war, um eben den politischen Aktionismus vorzubereiten, der dann dem Korrektivtexten folgen sollte. Für die Grünen stellt die Korrektivgeschichte von dem Geheimplan gegen Deutschland das größtmögliche politische Geschenk dar. Ende 2023 mussten sie noch fürchten, mit ihrem strikten Festhalten an den offenen Grenzen und ihren Widerstand gegen Abschiebungen im großen Stil, Olaf Scholz, immer stärker unter Druck zu geraten. Angesichts der landesweiten, medial befeuerten Kundgebungen gilt nun plötzlich bis tief in die SPD und selbst in die CDU hinein jeder Gedanke an eine massenhafte Abschiebung abgelehnter Asylbewerber als unerträgliches Nazi-Gespinst. Die Grünen haben dann korrektiv ihre gesellschaftliche Lieblingsrolle wieder zurückerobert, die der moralischen Großmacht im Land. Ja, das war doch mal ein besonders würziger Artikel von Tichys Einblick. Wir sehen die Verflechtungen, wir sehen die Parteinähe über Bande gespielt. Direkt sind diese Vernetzungen nie so nachzuvollziehen. Das wäre ja auch zu leicht für eine freie demokratische Gesellschaft. Und ich denke, wir haben hiermit einen interessanten Kontext geliefert zur Finanzierung von Korrektiv. In meinem nächsten Video werden wir uns damit beschäftigen, inwiefern der Verfassungsschutz tatsächlich schon von den Recherchen über die sogenannte Wannsee-Konferenz 2.0 Bescheid wusste und welche Rolle er eventuell gespielt hat bei der Beschaffung der Informationen über dieses Geheimtreffen. Also freut euch schon aufs nächste Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da, ein Like da, kommentiert sehr gerne. Wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, nehmt sehr gerne eine Kanalmitgliedschaft an, folgt mir bei Twitter und bei Telegram und sich ein bisschen die Finanzierung von Korrektiv vor Augen zu führen und sich danach selbst ein Urteil darüber zu bilden, wie neutral und gemeinnützig sie wirklich sind, schadet nie und f*** PC. We are family.